So, jetzt bin ich 33 Jahre bald alt und ich habe meinen allerersten Rentenbescheid bekommen. Schaut euch mal wirklich diese Katastrophe an. Das ist super cringe. Also das ist jetzt erstmal nur die halbe Wahrheit, weil ich ca. 1700 Euro brutto theoretisch bekommen würde. Und da würde jetzt auf jeden Fall noch ein Minimum 200 Euro Steuern weggehen. Mit Sicherheit noch irgendwelche andere Sachen, die ich noch gar nicht abschätzen kann. Ich würde jetzt einfach mal pauschal sagen, dass ca. 1300 Euro netto übrig bleiben könnten. Ich bin ein Mensch, der wirklich Spaß am Leben kann. In meine 20er habe ich ungefähr 1000 bis 1200 Euro im Monat ausgegeben. Aber solche Zahlen, die schockieren mich wahnsinnig. Und am Ende des Tages werden wir doch alle älter. Wir wollen ja auch uns etwas gönnen, egal ob das der Urlaub ist, vielleicht mal schick essen gehen oder sonst irgendwas. Wir wollen ja nicht wirklich extrem sparsam bis zu unserem Tod leben. Und da ist mir jetzt einfach gerade wieder so richtig krass bewusst geworden, wie unglaublich wichtig es für jeden Menschen ist, seine Zukunft selbst in die Hand zu nehmen. Und da spreche ich jetzt gar nicht davon, sich selbstständig machen oder sonst irgendwas in diese Richtung, sondern etwas Geld zu sparen für später und dieses Geld natürlich für sich arbeiten zu lassen. Das heißt, das Geld einfach zum Beispiel mal in einen ETF zu investieren. Und selbst wenn es am Anfang erstmal nur 100 Euro sind, lass dich deswegen nicht demotivieren oder sonst irgendwas. Du musst es einfach auf eine lange Zeit sehen, weil diese 100 Euro können auch dich zum Millionär machen. Das Ganze dauert zwar etwas, aber du wirst sehen, wenn dann mal dein Geld für dich wirklich arbeitet, du siehst, hey, da kommen die ersten 10, 20, 30 Euro rein, dann versuchst du natürlich auch etwas mehr zu sparen und dadurch kommst du dann auch schneller in diese Aufwärtsspirale rein und wirst eventuell dann eben auch finanziell etwas unabhängiger. Und da ist auch ganz wichtig, lass dich bitte nicht demotivieren, egal ob das jetzt in Arbeit ist, wenn du deinen Rentenbescheid bekommst oder von irgendwelchen anderen Menschen. Versuch immer das Beste aus jeder Situation zu machen. Das Wichtigste ist, auch ich mache Fehler und da ist es ganz wichtig, aus Fehlern lernt man natürlich am Ende des Tages.